hab's ganz vergessen. Eigentlich wollten wir heute alle Bandanas anziehen, aber auf jeden Fall Playboy 51, Alter, aus Dicker, Tomate 51, Alter. Du siehst doch aus wie eine Tomate, so ein bisschen rot. Ja, kurz mein Ende, Digga. Ich hatte kurz Angst, dass er eine Knarre rausholt und mir einen Stehst du auf türkische Körner? Ja, hör mal auf, Alter. Nein, ich will da. Ich will da. Wer ist türkische Körner von euch? Nehmt nichts vom Teufel. Habt ihr schon mal alle türkische Körner gegessen? Tomaten? Von euch alle? Hat schon mal jemand Tomaten gegessen von euch? Sag mal, Playboy. Ah! Du hast nach eigenen Angaben mit wie vielen Frauen gevögelt in deinem Leben? Boah, das ist ganz... Na, sag mal ungefähr. 15.000, über 15.000. Alles klar. Bushido hat mit 700 Eulen gefegt. Yeah! In 20 Jahren. Das heißt, du musst mindestens 2 Frauen jeden Tag gepoppt haben, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Man kann auch 2 Frauen gleichzeitig poppen, Billy. Das ist falsch. Machst du mal kurz mal ein Beat rein? Ich fange jetzt an zu rappen. Playboy 51! Live at the motherfucking house! Was ist los, Alter? Aha, aha. 51. Ich bin der Pirat mit dem Goldzahn, yes. Flitze mit meinem Piratenchef. Wieder nimmt der Fernglas aus seiner Tasche. Come on, come on, yeah. Das feuert mir nicht, meine Eier zu füllen, yeah. Spring auf meine Ehre zu nehmen. Ich dachte, ich hab ADS, Alter, aber du hast Doppel-ADS. ADS hoch 2. Hast du schon mal an Ritalin gedacht, Alter? Ganz kurz, ich will nicht übertreiben. Hey, ho, hey. 5 o'clock in the morning if we're gonna be go south on the corner, yeah. Das ist... Shira, kennst du Shira? Sie bläst mein... Ich rubbel ein bisschen an ihre Arschkörbe rum. Du bläst also Playboy 51 ein, warte mal. Ja, genau, das hast du richtig. Also du bläst ihn ein und dann fickt ihr. Genau, und danach ficken wir. Jeden Tag? So, eine Mene Mystik krabbelt auf der Kiste. Eine Mene Mac und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht. Spritz mir lieber ins Gesicht. Du bist... Okay, Leute. Die wollen alle Arsch lecken und Arsch lutschen und so, ne? Ja, Eier lutschen und Arsch lecken und aber so. Aber wer? Ne? Die Leute. Hab ich recht? Wir haben uns erstmal richtig ein Piratenschiff erstmal gemietet. Richtig. Wo denn? Bei Robben und Windjes? Kostet über 1 Million. Okay. Ihr habt euch ein Piratenschiff gemietet. Hallo, wir hätten gerne das Piratenschiff. Wer hat das hingelegt? Sido. Ah, Sido, okay. Ja, sind meine Leute. Ich bin von der Sekte. Und ich liebe komplett ganz Berlin. Ich liebe komplett ganz Tempelhof? Deutschland. Alles komplett. Spandau? Ah. Ey, wir sind Berliner. Ist so. Ich hab nichts gegen Nazis oder so. Weißt du, ich meine Nazis, ich hasse Nazis. Warte mal. Ganz kurz. Die Nazis, ja. Die hat Sido therapiert, dass sie wenigstens wieder zu uns gehalten haben. Nein, die Glatzen wurden wieder zum Rapper. Die wurden wieder die Saubersten. Ich bin selber Türke. Das wird politisch unkorrekt. Ja. Er hat zu mir gesagt, so, pardon. Pardon, ja. Da kam gerade eine Tomate raus, Alter. Meine Vorbilder sind auf jeden Fall Galatasaray. Fenerbahce auch. Verstehst du, was ich meine? Ich kaufe mir bald, Alter, eine richtig fette Karre unterm Arsch. Ich kaufe mir bald eine richtig fette Harley. Und ich kaufe mir bald alles. Und da drauf steht Harley 51, Alter. So sieht's aus. So, ich bin einfach so in der Disco, okay, und sie ist da und machst sie an. Hey, geile Mucke, wa? Du bist like... Hey, du... Heaven on it. Du sollst die anmachen, Alter. Ich wünsche dir Glück mit allem und dass du Deutschland besser machst. Playboy 51 aus Reinickendorf.